aus, der Kleine. Zum Geburtstag habe ich vom Hendrik die Edelstahl-Kaffeemühle bekommen. Die war in so einem Sonderpostenmarkt im Angebot. 8,88 Euro. Edelstahl mit Keramikmalwerk. Super geil bis jetzt. Also Fassungsvermögen ist ungefähr 60 Gramm Bohnen. Hier ist ganz einfach aufzuschrauben. Hier ist Behältersche. Hier, wie gesagt, bis das Malwerk unten voll ist, sind ungefähr 60 Gramm, mache ich also zwei Durchläufe für einen Satz von dem kaltgezogenen Kaffee. Hier oben könnt ihr den Verschluss abmachen, die Kurbel ab, dann könnt ihr hier die Sperre raus und den Gewindestab hoch und runter drehen und damit könnt ihr dann den Mahlgrad auswählen. Ich habe es jetzt mal so gelassen, das schien mir ganz gut, das ist ziemlich grobe. Und ja, geht relativ zackig, wenn wir beim nächsten Mal Outdoor auch mitnehmen. Dann haben wir draußen, können wir schön Kaffee mahlen, frisch und noch ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich wollte ja mal mit Markus quasi hingehen und, jetzt ist es scharf. Und da mal verschiedene Kaffees zubereiten mit unseren ganzen Maschinen, die wir so haben. Sieht's aus. Hat jetzt, warte mal, ich muss mal auf die Uhr gucken. Hat echt 4 Stunden auf der Uhr. Und schön grob gemahlen. Und neue wird gesehen. Wenn nicht mehr unterboxe, wenn es mit dem Zewa nicht klappt. Moin. Es ist jetzt kurz vor 11. Seit ungefähr 7. Gestern Abend haben wir den Kaffee hier im Topf. Die Bohnen. Beziehungsweise Bohnenteile haben sich jetzt alle abgesetzt. Will ich nochmal lecker rühren. Und heute Abend so gegen 7 geht's ans 7. Alter. Ja, also ihr wisst, was ich meine. So gegen 7, halb 8 fangen wir dann das erste Mal an, das durch Sieb zu schicken. Und dann geht es nachher nochmal durch ein feines Sieb. Dann lassen wir uns mal überraschen. Es gibt bestimmt eine Heilungssauerei, aber das war das erste Sieb, was ich gefunden habe. Ich versuche das mal. Für die, denen es aufgefallen ist, es gab da eine kleine Diskrepanz zwischen den 125 Gramm Kaffee und 700 Milliliter Wasser, die man nutzen wollte, und den ungefähr 180 Gramm Kaffee, die jetzt dort drin sind. Ich habe da nochmal nachgefüllt. Es sind jetzt auch nicht ganz 24 Stunden. Jetzt schauen wir aber mal. Angie hat schon probiert, die Zart wäre ganz gut. Also, könnte sein, dass es schmeckt. Mal gucken. Jetzt hoffen wir mal, dass es keine Riesensauerei gibt. Nein, das sind keine Mücken, das sieht nur so aus, hoffe ich. Boah, ist hier modsmäßig. Das ist hier die Riesenschüssel, die hätte man ja gar nicht mehr gebraucht. Ah,
Moam sieht vorbeigeschossen, ganz klassisch. Kaffee, Schatz. Alter. Also, am besten setzen wir dann nochmal Pfanne Sieb auf, weil Wasser ist noch drin. Ja, wenn wir nachher mal gucken, was nach dem ersten Filterlauf so rausgekommen ist. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ihr seht, also es ist so extrem viel nicht. Wir haben die nochmal hier, ich habe Fotos gemacht. Die hänge ich euch zwischen rein, vorne dran, hinten dran, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ganz schöne Menge. Da ist auch noch ein bisschen drin, das ist mir eben drüber gefallen. Links denn der wisst. Ja. Kleine Siebe, große Löffel, linke Hand. Nicht gut. So, und jetzt schütten wir das hier durch. Ich glaube, das ist eine Stoffwindel. Und sie ist quasi entweder ganz sauber oder vor längerem benutzt worden. Also so auf jeden Fall sieht sauber aus. Gleich nicht mehr. Oh nein. So. Das war's. Hier müssen wir ein bisschen hoch, dass sich das ganze Tuch nicht vollzieht. Was ist das für ein? Ja, ist jetzt alles im Topf. So, und ich glaube, da brauchen wir das nicht nochmal zu machen, weil das hier war dünn genug. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, wie viel übrig geblieben ist von dem Liter. Und dann halten wir euch auf den Laufenden. So, wir haben es mal umgefüllt. Ist jetzt mit dem ausgefrorenen Handtuch, ausgefrorenen, ja genau, ungefähr 650 Milliliter, ist auch nur ganz wenig Trubstoffe mit drin, also so ein ganz, ganz mini feiner Satz. Das füllen wir jetzt mal in eine schöne Fläche um und dann probieren wir den nachher. Das ist ungefähr Take 1235. Ja, die Woche habe ich euch das so schön aufgenommen. Das ist mit unserer ersten selbst abgefüllten Flasche kaltgezogener Kaffee. So ist. Das ist mir aber abends eingefallen. Und abends im Schummerlicht macht das die Handykamera nicht mit. Ich habe also 17 Mal bearbeitet und es war dann ganz scheiße. Ich dachte, es wird nicht schlimmer, aber es wird schlimmer. Ich dachte, es liegt vielleicht am Motiv. Da habe ich mal hier frisch gerollt und war nicht. Also nochmal neu. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster, bevor der Hund bei die Kinder rumflitzt und der Nachbar die Rüttelplatte wieder anschmeißt. So, also, mittlerweile ist jetzt 4 Tage alt und ich habe schon mal vorgekostet. Ja. Ich muss sagen, es ist leider ein bisschen säuerlicher geworden aufgrund von den anderen Bohnen, die wir genommen haben. Ja. Aber man kann das durchaus noch trinken. Wir haben hier schon mal 2 neue Fläschchen. Da haben wir uns dann genau ans Rezept gehalten. Die waren ein bisschen länger drin und die sind ein bisschen milder. Oh, ich schmecke gerade, wenn das nicht ganz aus dem Kühlschrank kommt, sondern eher so knapp handwarm, klappt das auch ganz gut. Also, das ist der neue, selbe Bohne, bisschen anderes Mischungsverhältnis. Ja, vielleicht klappt es das nächste Mal auch ohne Sauer beim Abfüllen. Auch gut. So, weil ich das hier aber nicht kalt trinke, sondern immer ungefähr 1/3, 2/3 frisch mit heißem Wasser auffülle, wollen wir das jetzt mal machen. Jo, wer an. Stellen wir den mal auf. Im Spiritus war ein bisschen kalt, der stand in der Garage, aber er funktioniert. Ah, von der Treffe her könnt ihr mal EDC-Tasche, falls jemand Interesse hat und nochmal gucken will, was da alles drin ist. Ich stelle das gerne nur vor. Da habe ich immer in Hose selber Nägel drin. So, ja, was gibt es noch zu sagen? 100% Arabica-Bonus, sagt Andreas. Das werden wir dann auch beherzigen und mal in die Röst 3 unsere Wahl gehen und dann mal zu lange. Wir haben dann nur ausgemacht, weil das Wasser heiß ist. Ja, es wäre jetzt schön hot. Natürlich bin ich total vorbereitet, habe mir der Handschuh mit. Hier ist Linkshänder. So. Also probiert haben wir es, war beides cool. Der in der Großflasche, das hatte ich erwähnt, der hat direkt aus dem Kühlschrank. Bisschen säuerlicher geschmeckt, funktioniert aber prima.
dem USA noch Speed drauf. Schließen Sie jetzt. So, dann haben wir ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Dann kommen wir doch mal schön Stößchen. Lecker, lecker. Auch hier nochmal Grüße an Carlos. Ich weiß noch nicht, ob du das schon probiert hast mit dem kaltgezogenen Kaffee. Ist aber auf jeden Fall eine Option. Wenn ich das Zeug irgendwie so verpackt kriege, dass es geht, auch zu verschicken geht, dann könnte ich dir eventuell noch was runterschicken, wenn du Lust hast. Oder du probierst einfach selbst und teilst uns mal mit, wie deine Erfahrungen waren. Auch mit verschiedenem Kaffee. Das fände ich mal geil. Du so als der Oberkäfsche-Guru. In diesem Sinne, ich hoffe, dass es jetzt mit dem Ton geklappt hat. Ich habe nämlich vergessen, lauter zu sprechen. Wir werden sehen. Bis denn dann. Tschüss. Ich habe dem Karton nichts gemacht. Natürlich. Normal müsste er durchstehen, dann bin ich genau bis zum Rand von deiner... Einmal mit Profis arbeiten, ey! Hör auf! Das nützt doch nichts, wenn du an den Tisch ziehst. Der Karton bleibt trotzdem nur stehen. Hör mal auf jetzt. So. Also nein, da wo du zurück, komm her, ich nehme auf, komm her. Ja, da sehe ich mich doch nicht. Ja, komm her. Nein, du sollst mit dem Stuhl. Oh, aber bitte nicht auf den Tisch kloppen, ja? So, jetzt haben wir es mal so rumprobiert, vielleicht klappt es dann auch mit dem Ton, Mann. Also, weil andersrum höre ich nur das hinter der Kamera. Ich sehe das ja nicht von hier.